Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Dienstagmorgen, einen wunderschönen. Ja, ich habe ja in der letzten Folge zu Ende, haben wir die 5, 6, 8, 3, 6 Missionen angenommen. Ja, da werden wir heute auch weitermachen. Oder was heißt weitermachen? Ich werde jetzt direkt mal zum ersten Feld fahren, das ist die 133. Give it 3011 Euro, ist glaube ich gar nicht schlecht. Wir haben sie gestern schon gefunden, aber ich habe es natürlich mal wieder vergessen. Da haben sie. Oh. Fast auf den ersten, Versuch oder erst First Try gefunden. Das heißt, da vorne, hier, hier, den Weg kennen wir ja schon, den sind wir schon mal. Ach, das ist hier. Ah, okay. Den Weg kennen wir ja, da sind wir schon mal zu unserer Kartoffelmission auf der 163 gefahren. Das heißt, da dürfte man eigentlich normalerweise hinfinden. Außer es wird irgendwelche Komplikationen geben, dann natürlich nicht, ne? Aber wie gesagt, ich habe ihn gewaschen, repariert habe ich ihn auch, also der ist komplett bereit. Wir können, oder wir machen keine Verluste am Ertrag oder auch an Geschwindigkeit etc. Der Premium ist natürlich wie immer weiter am Grubbern. Und das dürfte eigentlich auch schon bald abgeschlossen haben. Dann können wir nämlich auch direkt dann mit dem 6M drüber düngen und dann den Fendt ansetzen. Dann geht's weiter zur 86 und dann glaube ich haben wir es schon alles. So geht's hier rein, ja, ne? Doch, hier bin ich richtig. Hier war nämlich dieses 30 km/h Schild. Wir fahren 40, egal. So, hier rein. Zack. Gott, Gott. Hilfe. Eieiei. Ja, 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 jetzt geht's wieder. Das linke Feld ist immer noch mit Baumwolle bestückt. Ja, kann man machen, ne? So, sind wir denn hier schon richtig? Ja, hier sind wir richtig. Ach, das ist irgendwie so ein Zweiteiler. Ne, Zweiteiler ist nicht, aber. Ich meine halt, das ist so ein grüner Streifen in der Mitte, ne? Ach, das ist ein Abhang. Leute, das habe ich jetzt erst gecheckt. Das ist höher als das. Das wird auch noch interessant werden. Ja. Das ist so ein relativ nicht ebenes, sondern ein bisschen schiefes Feld. Wo stelle ich denn jetzt das Schneidwerk ab? Oder ich Schneidwerkswagen? Ich würde sagen hier oben. Ja, genau, da ist ja schon so eine wunderschöne freie Fläche. Ich glaube, da stört es nicht, wenn wir da unser Schneidwerk abstellen. Zack. Drescher. So. Kurz Allrad anmachen müssen, damit der Ding vom Fleck kommt. So. Langsam. So, zack. Rückwärtsgang hier drin. Ah, da kurz hat er es geschafft. Okay, gut. So, ich werde jetzt wieder unten hinfahren und den von unten oder unten ansetzen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, keine Ahnung. So. Das heißt, Schneider dann und natürlich auch einen Drescher an. So, und drücken wir hier drin. Wir machen natürlich Schwachablage. So, jetzt machen wir mal hier Feldkursgenerierung. Feldnummer 133 haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Rundherum, ja, dreimal für die 5,8 Meter, das passt. Ja, 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 das passt so. Warte, wir müssen drehen. Wir müssen drehen. So. Jetzt hat er da. Und dann. Wir sind hier. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ah, gut, das hat er gestellt. Dann speichern wir den gleich mal. Dreschen. Unterstrich Feld 133 passt. So, dann holen wir uns gleich mal. Ja, eigentlich könnte man. Ne, wir warten noch ein bisschen. Komm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Genau, den Kollegen wollte ich jetzt oder bräuchte ich jetzt. Da werde ich jetzt aber auch gleich noch mal kurz die Kurse einordnen. Feld, genau.
Feld unterstrich 133. Passt. Da ordnen wir den gleich mal ein. Adression in die 133. Jo. Passt. Aufgeräumt. Wunderbar. Ich muss mal gucken, wo gehört das denn hin, was wir da runterruppen? Lagerhalle. Waren wir bisher noch nie? Wo ist denn die? Ah, hier. Da brauche ich kein CP, weil das schaffe ich selber auch. Weil das Feld ist jetzt nicht allzu groß. Ja, ja, das klappt so. Aber das heißt, wir müssen kurz drehen. Ja, warte, wir gucken mal ganz kurz zu Schröder. Können wir ihm den Futter geben heute? Können wir. Wunderbar. Oh, der läuft zu seinem Futternapf, das passt auch. Bis später, Schröder. Ja, und den einen Pickwick habe ich gestern auch noch ein bisschen drüber geschoben, dass die nicht so komplett im Weg stehen. So. Ich sehe nichts, Hilfe. Perfekt. Ja, diesmal starten sie noch relativ gerade. Ja, keine Ahnung, was das letzte Mal war. Vielleicht ist man mal leicht angetütscht. I don't know. So, wieso fahre ich eigentlich jetzt hier gerade oben raus? Ich verstehe es auch nicht, aber gut. So. Ja, ja, aber geht. Geht. So, passt. Wir könnten natürlich. Alter. Ich habe mich gerade fast an meine eigene Spucke verschluckt. Gut, kann man auch machen, ne? Sollte man nicht, aber kann man machen. Schröder 2.0 hockt hier auch rum. Perfekt, gut. Ich hoffe mal, die. Hoppala. Die Felder, was wir jetzt dreschen, sind nicht allzu weit auseinander. Wäre relativ gut. Oder würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich habe nicht geblinkt, egal. Auto war hinter uns keines. Das passt also immer wieder aufpassen. Ja, okay, der Steier ist natürlich besser, ein bisschen besser gefedert als wie der Drescher, aber trotzdem. Dann fliegen die Anhänger da hinten ganz so stark umeinander. Ist natürlich auch nicht so vorteilhaft. Große Nachfrage, was kann man denn da eigentlich verkaufen? Wenn ich hierher fahre, stehe ich ein bisschen ungünstig. Das heißt, das Ganze, oh, das ging sogar noch. Ich parke da oben. Ach, der hat hier so eine Kurve. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, hier. Wenn ich ihn hier hinstelle. Ja, das passt. Hoppala. Handbremse drin. So, perfekt. So, warte mal, was kann man denn bei der Scheune verkaufen? Die ist doch hier. Kann man auch Silage verkaufen? Genau, das sollten wir mal ausprobieren, ne? 271 steht da. Ist halt die Frage, wir hauen einfach mal. Ja. Warte. Wenn es funktioniert, ich weiß nicht, ob es heute auch funktioniert. Oh, es funktioniert. Okay. Ja, noch ein Ticken. Nee, noch ein Ticken. So. Ja. Jetzt hat. Jetzt hat er es. Kurs geholfen und da passt die Sache wieder. Ja, es steht ein bisschen weit drin. Man könnte eigentlich. Es ist ein bisschen blöd, weil die Grenze ist so klein. Normalerweise hätte ich genau hier hingehört, wo ich jetzt stehe. Mit dem Mitte rein. Aber gut. Der Buschen wird auch mitgedroschen. Ja, gut. Weil man gehört das noch dazu, nee, ne? Ne, hier ist schon Grenze. Ah, okay. Also ich sag, wow. Ist auch eine andere Frucht, ne? War gerade ein bisschen irritiert. Hier oben steht Körnermais rum. Okay. Gut. So, warte mal, was haben wir denn dort zu machen noch? Der ist an der letzten Bahn. Wunderbar. 6 Power. Oh, so. 6M kommt mit in die Einsatzsee. So, Kurs. Es ist die 85 Rolle Hilfe. Ich kann nicht bremsen. Doch, jetzt hat. So, warte. Ich hoffe, ich habe das Richtige ausgewählt, aber ich glaube schon. Ja, sieht gut aus. Warte mal, können wir da. Düngen.
Ja, na geht. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Perfekt, das macht das. Der Premium ist fertig, das ist natürlich auch perfekt. Ja, der hat es eigentlich relativ sauber gemacht. Da gibt es nichts zu bemängeln. Gut, das heißt, dann werde ich gleich mal den Fend jetzt nochmal auffüllen. Haben wir schon aufgefüllt? Nee, ne? Nee, aufgefüllt haben wir noch nicht. Das werde ich gleich mal machen. So, jetzt setzen wir drüben den Johnny nochmal schnell an. Klappen wir mal schon gleich auf. Haben wir für hier den Grupperkurs? Ich weiß es halt nicht, ne? Tut mir leid, aber. Das ist die 86. Das haben wir hier. Egal. Haben wir nicht. Gut, das heißt, wir generieren mal kurz einen. 86, ja, Vorgewende, machen wir 2, das passt. So, lass mal runter. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Perfekt. Gruppen unterstrich Feld 86 mit 5 Meter. Passt. Nee, nee. Ja, das unten ist wenig, das hat er schnell, ne? Doch, warte, da war er. Den Kollegen brauchen wir jetzt. So. So, dann sehen wir die nochmal. Dann füllen wir die Sämaschine nochmal auf, so würde ich sagen. So. Vorsicht vom Loch. Oder vor der Dölle. Könnte ich nicht mal auffüllen, ne? So. Ja, okay, das wäre wirklich nicht gegangen. Hoppala, das dahin haben wir gerade ein bisschen warte mal, wie sagt man dazu? Ach komm, jetzt habe ich es aber auch mit dem Zaun hin, ne? So. Jetzt halt aber, jetzt kann ich ja nirgendwo mehr hängen bleiben. Eins von den Big Bags wird jetzt verschwinden, ist nur die Frage welcher. Gar keiner, immer noch nicht. Sind ja nur 1000 Liter drin. Jungs, was? Ja, ne? Dachte jetzt, ist jetzt einer verschwindet jetzt, aber anscheinend doch nicht. Das war ein Fehler. Wir hocken auf. Allrad. Oh Gott. Ja. So war das Ganze nicht geplant. Komme ich herum? Ja, ja. Hat zwar nicht ganz so gesund ausgeschaut, aber ging. Natürlich sind wir da hoch. Komme ich jemals in meinem Leben rum, wenn ich jetzt komplett einlenke? Oh, wir sind rumgekommen. Das ist angenehm. Das können wir öfters so machen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich denn hier ranfahre. Ich muss hier ein bisschen in die Wiese schon jetzt reinfahren, weil ich muss nämlich jetzt nochmal so drehen. So, ein Stückchen, passt. Das Buschen umgefahren. So. Dann hängen wir das Teil gleich wieder an. Zack, zusammenklappen. Dann, hier ist noch Mais eingestellt, wunderbar. So. Passt, die kann man schon runterlassen hier, wunderbar. So, dann brauchen wir mal, zack. 85. Nee, da haben wir's. Zack. Perfekt. Der macht das auch, wunderbar. Der 6M ist fertig. Ich habe mal wieder einen Streifen stehen gelassen. Gut, das werden wir jetzt dann machen. Ich werde den Düngerstreu jetzt dann auch einfach nochmal reparieren. Weil es kann eigentlich nur an der Arbeitsbreite liegen, dass er ein bisschen beschädigt ist. Deswegen, der hat ja schon nach 40% knapp Abnutzung. Knapp die Hälfte, kann schon sein, dass er halt dann einfach da wirklich nicht mehr die komplette Streubreite hat, wobei es ja immer nur hier so ein kleiner Streifen ist. Oder wird einfach vom CP nicht richtig berechnet, die Feldgröße. Kann natürlich auch sein, ne? Möglich.
Aber wir werden jetzt einmal kurz reparieren. Und das Feld wird jetzt. Können wir das dann nochmal düngen? Ich glaube schon, oder? Oder haben wir da schon zwei drauf? Oh. Wieso brauchen die Pflügen? Da waren maistechnisch oder etc. nichts drauf. Das wundert mich jetzt gerade schon ein bisschen. Wieso brauchen die Pflügen? Ach ja, genau, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt, noch gar nicht. Die Luzerne wächst nach, ne? Genau, weil die ist normalerweise erntereif, genau. Gut, aber warte, ich wollte jetzt eigentlich nach dem Düngezustand gucken. Kalk braucht es auch, gut. Okay, das ist die erste Düngestufe. Die anderen sind schon doppelt. Das passt auch. Das heißt, das und das braucht noch. Das braucht noch einmal und das zweimal. Gut, passt. Wir fahren jetzt runter. Und dann öffnen wir das Teil erstmal. Reparieren wir erst nochmal. Auffüllen können wir dann später auch noch machen, weil ist der 6M hier nicht so komplett belastet. Sondern eher entlastet. So. Passt drin hier. Sagt da unten einmal unsere wunderbare Reparaturstelle. Huch. So. Der 6M, nö, der ist eigentlich noch relativ gut, der braucht man nicht reparieren. Ah, der hat schon 5,6 Stunden drauf. Ja, okay, ist auch in viel Benutzung, wenn wir Ballen verladen. Ja, genau, den hätte ich einmal gerne reparieren, danke. Ups. Passt. Das sieht aus, meine Güte. So. Aber ja, wenn jetzt das Gruppen abgeschlossen ist, dann will ich jetzt den Premium, ja genau, dann drücken wir vorher eine Kalkstreu da drin klemmen, dass unsere Felder, die den Kalk benötigen, direkt kalkt. Ist nur die Frage. Dann haben wir noch einen freien Traktor, ne? Xerion. Okay, zum Mähen benutze ich sowieso den Xerion. Aber da kann ich da auch den Favorit nehmen. Kann ich eigentlich schon drüber dünnen, ne? Ja. Mach ich jetzt einfach. Ah, der Premium ist auch schon fertig, wunderbar. Ich nutze wieder nur halbe Breite, ne? Jetzt wird es ein bisschen zu weit drüben. So. So passt die Seil. Drehen. Kurz mal den Premium mitgedüngt hier. Das Eck da hinten ist jetzt nicht so schlimm. Da vorne wird das Ganze wieder ein bisschen zu breit werden. Damit wir da alles mitkriegen. Ja, doch, es ging sogar. Aber das Loch. Klingt tatsächlich sogar besser als ich dachte. So, ich stelle jetzt immer mal hier einen Buschen hin. Ne, okay, da steht der Gas auch. Da, ich parke ihn hier unter dem Baum. So. Und ein Stück hier vor. Passt. So, dann kümmern wir uns mal um den Premium. Da ist er. So. So, Kollege, du wirst gleich wieder weiter benutzt. Du kommst jetzt vor den Kalkstreuer. Aber die Stellen da vorne, wie zum Beispiel, wo jetzt noch so viele Sojabohnenreste stehen, werde ich selber jetzt nochmal kurz untergruppern. Zack. Ah, jetzt ist. Ja, okay, das ist eigentlich wurscht. Ja, das ist wurscht. So, passt. Dann wird das Teil dahinter ein auch. Ne, reparieren braucht es noch nicht. Einmal gewaschen. Ansonsten haben wir nichts mehr zu grubbern. Das heißt, ich kann dann auf die nächste Saison warten. Oder wir brauchen ihn da bis dahin nicht mehr. So. Zack. Jo, lagtechnisch schaut sie noch gar nicht mal schlecht, aber sogar die Rollen hinten sind noch relativ gut. So. Dann kurz nochmal den Premium abwaschen hier. Zack.
Ich glaube, ich hänge da hinten irgendwo, ne? Ja. Jetzt hat aber. Oh, jetzt passt die Sache. So, Big Bags. Gut. Dann parken wir den gleich wieder rein. So. Runterlassen. Gut. Stopp. Da ist eine Sämaschine im Weg. So. War da schon immer so wenig Platz? So, gut, passt. Zack. Dann holen wir uns gleich mal den Kalkstreuer hier ran. Ich hoffe, ich habe mir das schon mal vollgefüllt, aber normalerweise, so wie ich mich kenne, habe ich ihn vollgefüllt. Oder auch nicht. Sehen wir gleich. Oh, ich habe ihn doch nicht vollgefüllt. Schön irgendwie. Ja, okay, gut, 14%, das geht ja noch. Werden wir aber trotzdem mal schnell vollfüllen. Weil dann besteht eine größere Chance, dass wir ein komplettes Feld mit einem einer Ladung voll schaffen und nicht wegen einem kleinen Furz noch extra fahren müssen. Zack. Also können wir derweil auch wieder ausmachen und brauchen jetzt nicht mehr. So. Passt. Oh Gott. Ich dachte, der bremst schon von alleine ein bisschen ab, aber nie. Okay, gut, wir haben vollen Kalkstreuer hinten dran. Kann schon sein, dass der ein bisschen zieht. So, hoch hier Schwung mitnehmen. Jo, passt. Können wir da drüben schon drüber kalken? Ich versuch's einfach mal. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber. Ich versuch's einfach mal. So. Wir haben hier meines Erachtens noch keinen Kurs, oder? Doch, haben wir schon. Oh. Das ist angenehm. So, viel Spaß, Kollege. Der braucht schon noch jetzt noch nicht anschalten. Das funktioniert wunderbar. Der. Ist er voll? Warte mal, nur mal kurz hinten. Ach ne, er hängt, oder? Hängt er? Ich helfe ihm mal ganz kurz hier hoch. Ach, der hat gehangen. Kollege, du hättest doch einfach eine Nachricht machen können, dass du hängst. Aber gut. Ja. Ah, der ist eh schon gleich voll. Ich hätte ihn ja gleich. Was macht der da? Überfahr mich nicht. Wo will der hin? Kollege, da geht's runter, ne? Das war ich. Okay, er kommt. Oh Gott. Der Teil war teuer. Alter, der will mich hier aufspießen mit dem Teil. Ich glaube, ich gehe wieder lieber. Geh zu meinem Steuer, da ist immerhin sicher drin. Okay, so was gemacht. Ja, gut. Was können. Ja, wir können Dingens machen, ne? Den Supermaster befüllen. Das wäre natürlich jetzt eine neue Aufgabe, was wir machen können. Kommen wir aber hier nicht rum, ne? Nee. Und dann müssen wir noch ein bisschen mehr. Und ja, das Uhr hat das Gras ein bisschen kaputt gemacht. So. Ich komme hier nicht rum, ne? So. Mal das ist ja zum Löschen hier. Aber was? Ich mach das ganz schlau. So. Dann können wir nämlich da einfach rückwärts reinschieben. Können wir doch nicht, weil das Tor zu weit drüben steht. Aber jetzt. Perfekt. Können wir hier perfekt drehen. So, natürlich auch wieder zu hier. Oh Gott, hab ich da gemacht.
Wir kriegen das wieder aus. Ah, so, passt. Gut, kommen wir rum. Ja, passt, wir kommen rum. Passwort nehmen wir nicht mit. Wunderbar. Die Gabel. Können wir oben lassen, die brauchen wir hier unten nicht. So. Perfekt. Oh. Ja, ja, dann muss ich schnell hingucken. Weil der haut nämlich hier unseren guten Kalk raus. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht ganz so gut klappt. Wo geht's bei dir denn eigentlich weiter, Kollege? Ah, der war hier. War hier im Vorgewende? Ich glaube schon, ne? Ja, die haben sie natürlich jetzt hier ungewünscht getroffen. Er fährt schneller, ne? Ja, 5 km/h. Oh. Das ist doch auch schön. Aber jetzt fährt er auch 15. Passt. Ist es schon so schlau, dass er sich den Vordermann anpasst? Jetzt fährt er wieder 20. Ja, gut, ne? Also, wenn ihr das macht, Jungs, ich habe damit kein Problem. Aber mit diesem wunderschönen Bild, dass das gespannt funktioniert, will ich mich auch fürs Zuschauen bedanken, liebe Leute, denn wir sind auch für heute wie immer schon wieder fertig mit der Folge. Noch wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen, kostenloses Abo wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Dienstag und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.